So, ihr lieben Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen Popöchen. Wir sind wieder am Start und wir sind bei Sarah, die auch eine Magierin ist. Und wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird hier bei der neuen Folge Drogo. So, 300 Energiepunkte gewonnen, ja. Wenn ich dir einen Rat geben darf? Na, da bin ich aber mal gespannt, Sarah, was du uns raten möchtest. Ja, ich weiß, ich sollte ihn meiden. Ich sollte sie am besten alle meiden. Snick zustimmt und guckt mich dann verschmitzt an. Gibt es etwas? Gibt es etwa nicht genügend hübsche Kerle auf dieser Welt, dass du ausgerechnet den erstbesten Vampir für dich? Ja. Umblick. So, dann darf ich wieder schneiden natürlich. Man fängt an, man darf wieder direkt schneiden. Geil. So. Gibt es nicht etwa genügend hübsche Kerle auf dieser Welt, dass du den ausgerechnet erstbesten Vampir für dich auserkoren hast? Ja, aber er war ja auch eines Tages mal irgendwann ein Mensch und warum denn nicht, ne? Außerdem sind sie auch übernatürlich. Das hat ja nichts mit seinem Wesen zu tun. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist nun mal stärker als ich. Ich habe es schon geführt, als ich am ersten Abend das Haus betreten habe, als wäre ich in seine Liebhaberin. Das ist bestimmt so ein Vampir-Ding. Ich denke darüber nach. Vielleicht hat sie ja damit recht. Wobei, ich fühle ja Nikolai und Peter gegenüber nicht das Gleiche. Ich kann nicht abstreiten, dass auch sie etwas Anziehens an sich haben. Aber es besteht nicht diese Spannung. Ich denke, es hat einen anderen Grund. Ich kenne mich mit dieser Materie nicht aus... Warte mal. Ich kenne mich mit dieser Materie nicht auszurechnen gut aus. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Was auch immer es ist, solltest du spüren, dass du bei ihm nicht mehr sicher bist, so bist du bei mir immer willkommen. Danke, Sarah. Ruf mich an und ich komme sofort auf meine Besen zu dir geflogen. Ja, das ist witzig. Bei der Vorstellung muss ich lachen. Ich stelle mir gerade vor, wie du das anstellst. Ja, so wie Bibi Blocksberg oder so. Ne, Bibi Blocksberg, du kleine Hexe. Ja, okay. Auf einmal funkeln meine Augen. Als Zauberin haben wir da eigentlich irgendwelches Zubehör? Hä? Das ist ein Zauberstab oder was? Wieso das? Du machst mir Angst. Na, du weißt schon, Zauberstab und so ein Zeugs. Sarah muss laut loslachen. Ich fühle mich dämlich. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, warum. Nein, tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss. Aber wir haben keinen Zauberstab. Aber ich kann dir gern Hokuspokus sagen und dir ein Stück Holz unter die Nase halten, wenn du willst. Nur würde ich das ziemlich komisch aussehen. Ja, das würde ich auch ziemlich komisch finden. Die Magie ist eine Kunstsahnetrüffelchen, althergebrachtes Wissen, das sich von Generation zu Generation vererbt. Das kommt von dir selbst. Aus deinem Körper. Ja. Ich bleibe nachdenklich. Es stimmt, ich habe es gespürt. Diese Macht tief in mir drin. Diese energische Wallung. Es ist schon spannend, ne? Finde ich so. So. Als ich die Augen öffne, brauche ich einen Moment, um mich an die jüngsten Ereignisse zu erinnern. Sarah und ich haben bis tief in die Nacht miteinander gequatscht. So lange, dass ich letztlich auf ihrem Sofa eingeschlafen bin und auf die Uhr schaue. Oh nein, nicht schon zu spät. Wenn nicht schon zu spät. Dann springe ich auf und suche dem Halbschlaf meine Schuhe. Wenn ich ganz schnell laufe, schaffe ich es noch rechtzeitig ins Herrenhaus, um mich um Laurie zu kümmern. Wow. Sarah, du heißes Ding. Aber was tust du da? Die verschlafene Stimme hallt von dem großen Bett herüber. Ich schnappe meine Jacke und bin in Eile. Ich suche noch immer meinen beschissenen Schuh. Ich muss los. Ich hatte schon einmal Probleme mit den Zeiten. Und Nikolai ist da ziemlich pingelig. Oh, na dann viel Erfolg. So, dann lass uns mal ganz kurz Karten legen. Ja. Ich winke Sarah schnell zum Abschied zu und mache mich dann in ihren Windeseile auf den Socken. Ich sprinte die Stufen des Herrenhauses hoch und bin so schnell wie möglich da. Ich muss mich dran gewöhnen, dass ich sofort draufdrücke. Als ich reinkomme, läuft Nikolai schon aufgeregt hin und her. Mist, er sieht nicht so aus, als hätte er gute Laune. Als er mich sieht, kommt er sofort auf mich zu. Sahnetrüffelchen, wo warst du denn? Wir haben dich überall gesucht. Dein Bett war ja noch nicht einmal angerührt.
Ich leiste Abbitte. Ich motze. Das geht dich doch gar nichts an, wo ich gewesen bin, oder? Wir sind ja alt genug. Aber andersrum geht es denn schon was an, wenn, weil wir ja eigentlich da sind, weil wir einen Job haben, ne? Okay. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich habe gar nicht mitbekommen, wie die Zeit vergangen ist und hatte auch gar nicht vor, bei Sarah zu schlafen. Sag beim nächsten Mal bitte wenigstens einem von uns Bescheid. Ich habe Peter gesagt, dass ich gehe. Gehen bedeutet meines Wissens nicht, dass man woanders übernachtet. Ich seufze und bin gleich genervt. Wow. Bin gleich genervt von seinen Vorhaltungen. Ich stelle meine Tasche ab und hänge meine Jacke auf, bevor ich in den Essensraum gehe. Ich nehme mein Croissant und drehe mich dann wieder zu Nikolai hin, der nicht sehr zufrieden aussieht. Er nervt mich. Nein, er nervt uns ja nicht. Wir sind ja diejenigen, die Scheiße gemacht haben. So, meine lieben Kinderchen, das war's. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich richtig fetten Einlauf. Aber vorher war es ja interessant, dass wir auf dem Besenstiel hätte reiten können, sollen, tun sein. Es war ja nur eine Fantasie von uns, ne? Aber die Idee dahinter finde ich ziemlich geil und ist echt witzig, ne? Also, meine lieben Kinderchen, das war's. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr nicht Bock habt, das zu machen, dann lasst es eben halt sein. Lasst ein Abo da, wenn auch nicht, dann ist es eben halt so. Aber schreibt bitte was Nettes in die Kommentare. Nein, bis zum nächsten Mal und ciao! No. Baby, I'm a song on the beat. This is the fire starter. Sound the alarm.